Eine neue Aufgabe übernimmt am Donnerstag auch Landesrat Karl Wilfing. Er soll neuer Landtagspräsident werden. In den vergangenen 7 Jahren war Wilfing für den öffentlichen Verkehr zuständig. Heute hat er Bilanz gezogen. Eines seiner Ziele sei es gewesen, den öffentlichen Verkehr zu stärken, um Pendlern den Umstieg auf Zug und Bus zu erleichtern, erklärt er heute bei einer Zugtaufe in Wien. Mit Sekt wurde der 101. ÖBB CityJet getauft. Bis Mai kommenden Jahres sollen noch weitere 64 CityJets österreichweit in Betrieb genommen werden. 800.000 Menschen nutzen in Niederösterreich zumindest einmal pro Jahr öffentliche Verkehrsmittel. Vor 7 Jahren waren es noch um 130.000 weniger. Als Grund für den Anstieg wird das attraktivere Angebot angeführt. Einerseits von den Fahrzeugen her, der neue CityJet, andererseits von den Bahnhöfen her, wir haben 34 modernisiert, attraktiviert und jetzt schon im Vertrag 81 weitere. Und natürlich drittens die Umstiegsmöglichkeiten ganz, ganz ideal gestalten, Taktfahrplan. Wilfing wollte als Verkehrslandesrat nicht nur den Pendlern, sondern auch jungen Menschen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr schmackhaft machen. Und hier war das Top-Jugend-Ticket der wichtigste Meilenstein, den wir erreichen konnten, 2012 eingeführt. Um 60 Euro das ganze Jahr über den öffentlichen Verkehr nutzen können in Wien, Niederösterreich, Burgenland. Im heurigen Schuljahr haben das 280.000 Jugendliche für sich erworben. Für Pendler sind vor allem die Umstiegsmöglichkeiten besonders wichtig. Aus dem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Park-and-Ride-Plätze auszubauen. In den vergangenen 7 Jahren 6.800 weitere Park-and-Ride-Plätze, 2.800 Bike-and-Ride-Plätze. Insgesamt hat Niederösterreich damit 38.000 Park-and-Ride-Plätze und damit mehr als alle anderen 8 Bundesländer zusammen. Was die Verkehrssituation in der Bundeshauptstadt betrifft, so stehen für Wilfing eine dritte Schnellbahnstrecke durch Wien sowie U-Bahn-Verlängerungen nach Niederösterreich an erster Stelle.